Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Waluigi. In der letzten Folge haben wir wieder mal einen Zwischenboss penetriert und uns mit perversen Power-Ups rumschlagern müssen, die in einem Labor so ein bisschen Gentherapie MNRA-Style-mäßig verändert wurden, was natürlich überhaupt gar keine Korrelation zu irgendwelchen Ereignissen aus dem realen Leben hat. Das, Leute, das wäre ja blasphemisch, das wäre ja komplett an den Haaren herbeigezogen. Daher, ja, ist es auch nicht so. Es war jetzt alles nur Satire. Ich bereue es jetzt schon wieder, dass ich das wirklich gesagt habe. Wirklich, das ist halt, ich glaube, man darf das halt noch nicht mal irgendwie in einen Satz packen. Ich hatte euch das ja mit der, mit den YouTube-Mechanismen erklärt. So oder so ähnlich sind wir jetzt hier auf jeden Fall hier wieder mal in der Stadt. Das zweite Level und es wird ordentlich gebimmelebobbelet. Und ja, das war ja abzusehen. Das war abzusehen. Und ich weiß immer nicht, wieso der allererste Checkpoint von mir auf der Weltkarte getätigt wird. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Immer schön direkt da drin und gut, man muss jetzt... Ist egal, ich gönn mir den nicht. Ich vergesse es immer wieder. Ja, ne, man kommt dann natürlich mit so ein paar Power-Up-Lineys rein und das wird dann natürlich auch mit gespeichert. So, da gehen immer wertvolle Sekunden flöten, ja? Und ach so, Moment, egal. Nicht egal. Ich muss es ja nicht nehmen. Ne, das. Ja. Okay, pass auf. So, hier nochmal. Und dann speichern wir hier. Mitten im Flug. Okay, hätte man vielleicht auch anders machen können. Da werde ich dann einen schönen Drehsprungi machen. Perfektor. Ja, yes. Der ist sogar parallel mitgesprungen. Gut, das hätte ich wahrscheinlich schon wissen können. War bestimmt schon in einem... in einem anderen Level so. Aber ja, das ist halt auch wieder... Naja, was soll ich denn machen? Ich muss ja irgendwie da dagegen ankommen. Gegen den Strom schwimmen. Das ist ja meine Spezialität, wie ihr wisst. Das geht es nicht doch so. Ja. Und dann der fucking Hammer, Bruder Spasti. Ja, das, vor allem, weil das Laufband auch eine andere Richtung hat. Da muss ich direkt wirklich einen Drehsprung machen. Das war schon die beste Lösung. Aber ja, klar, jetzt werde ich bei dem wieder Probleme haben. Also es ist wieder sehr, sehr bullshitterig hier, diese ganze Situation. Ey, ich verstehe das nicht. Wie habe ich das denn? Ja, okay, so geht es irgendwie. Sieht ein bisschen verbuggt aus, aber okay. Ich musste direkt an die GTA Infinitive Edition denken oder wie sie heißt. Da vielleicht mal ganz kurz mein Kommentar dazu. Ich weiß aber nicht, ob man den da wirklich dafür braucht, ja. Also ich halte ja mittlerweile nicht mehr viel von... Oh shit, ich dachte ich sterbe, da habe ich erstmal direkt neu geladen. Ich habe früher als Kind, war das natürlich mein Lieblingsgenre, ne? Ich habe damals in der Grundschule, war GTA San Andreas das, was ich am meisten gespielt habe. Das habe ich, glaube ich, bestimmt 2-3 Jahre am Stück gespielt. Ohne Pause. Das war auch neben Harvest Moon auf dem Schulhof immer und Pokémon natürlich das Thema, die Themen Nummer 1. Und ich habe ja mit GTA 2 angefangen, ne? Und dann GTA 3, Vice City, San Andreas halt, wie gesagt. Den Vierer fand ich dann tatsächlich nicht mehr so geil und grundsätzlich kamen dann bei mir halt die Ermüdungserscheinungen, ja. Das war halt, plötzlich fand ich, was heißt plötzlich, ich fand vorher, ich bin ja auch mit Final Fantasy aufgewachsen, Grandia und so, also total rollenspielmäßig war ich da unterwegs, auch durch meinen Bruder halt, und der, ja, der hat ja immer sehr, sehr viel Rollenspiele gezockt. Open World, glaube ich, eher nichts. Also doch hier und da mal so ein bisschen, aber ich glaube, das war dann eher so mein Metier. Also grundsätzlich war das meiste sowieso mein Metier, weil ich besser spielen konnte als er. Jedenfalls hatte ich dann aber irgendwann keinen Bock mehr drauf. Ja, ich fand das irgendwann nur noch langweilig und öde. Aber als ich dann von den Remastern gehört habe, tatsächlich war das aber auch, ich glaube, eine Woche vor Release oder so, dachte ich mir, ja, also bin jetzt immer noch der Meinung, dass ich das persönlich nicht brauche in meinem Leben, aber ja, das würde denen schon gar nicht mal, das würde denen schon gut tun, ne? Weil das Ding ist, ich habe ja über die letzten Jahre mir immer mal wieder so GTA San Andreas Sachen in erster Linie angeschaut, ne? Da gibt es ja gute Comedy-Clips. Und da dachte ich mir auch schon so, das ist jetzt wirklich nicht mehr so geil, wie ich es in Erinnerung hatte, ja. Von daher fand ich die Idee super. Aber ja, ihr wisst ja alle, was draus geworden ist, ne? Es ist halt wirklich, jede Fanmod ist da um 1000% besser.
Und das zeigt einfach wieder mal, dass du, ja, selbst wenn es um Remasters geht und so weiter, kannst du den Leuten einfach nicht vertrauen. Das Schlimme ist halt, dass Rockstar, ähnlich wie Naughty Dog und, naja, Square Enix, welche früher ja mal Square Soft waren, zu denen hatte ich eigentlich immer so blindes Vertrauen, aber die haben sich ja... Ja, grundsätzlich, Square Enix war ja hat sich ja mit Final Fantasy 13 quasi bei mir ins Ausgeschossen. Was Naughty Dog angeht, also ich denke, sie hatten halt ihre glorreiche, Zeit mit Crash und ich glaube Jak and Daxter hatten sie auch gemacht, ne? Was ja an Uncharted angeht, Uncharted war natürlich auch super, keine Frage. Aber ja, dann ich muss zugeben, ich bin nie mit The Last of Us warm geworden, ne? Auch nicht mit dem ersten. Ich fand den, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt einen Checkpoint hatte. Ich fand den ersten auch schon teilweise ziemlich schnarchig. Ich habe mir bei beiden Sachen keinen Checkpoint. Wow, das nenne ich Auschwitzhausen hier. Wenn wir dieses Level in der Folge nicht schaffen, werde ich definitiv mit Self-States arbeiten. Weil es ist, einerseits ist das bullshitterig. Zu viele random Sachen, die man einfach beim ersten Mal nicht erahnen kann. Ja, seht ihr? Hab's ja gesagt, das funktioniert nicht. Und zweitens ist es zu lang. Also wenn es nur eine der beiden Probleme hätte, würde ich sagen, okay, aber schaut euch das an. Es kann doch nicht sein, dass... Das darf einfach nicht sein, dass das mal funktionierte und mal nicht. Guck, das ist voll komisch. Ja, zurück zum Thema. Ja, beides habe ich mir Let's Play technisch angeschaut, beide Teile, und bei The Last of Us 2 ging es dann tatsächlich so weit, dass ich zu meiner Mutter gesagt habe, okay, hier, pass auf, gut, man muss noch dazu sagen, dass ich nebenbei versucht habe, Spider-Man aufzunehmen, was ja im PlayStation Now Programm war und nicht mehr viele Tage frei war, aber ich habe dann einfach gesagt, so, hier, ja, da kommen jetzt wahrscheinlich wieder 2-3 Stunden pures Gameplay. Sag mir Bescheid, wenn die nächste Sequenz kommt. Beziehungsweise ich habe dann auf dieser Vorschau-Timeline habe ich dann nachgeschaut, wann potenziell das nächste Mal Dialog kommen könnte. Und dann hatte sich das erledigt. Oder ich habe stellenweise, bin ich da auch einfach eingeschlafen, ja. Man könnte das natürlich auch minimal auf die Let's Player schieben. Gut, beim ersten Mal habe ich es mir, glaube ich, bei Betagott angeschaut. Und beim Teil 2 waren es Simon und Nils. Ich würde jetzt nicht direkt sagen, dass die alle unlustig waren. Ich glaube, das war einfach, dass das Gameplay, diese Spiele an und für sich... Ich weiß nicht, inwiefern die sich da jetzt anbieten zum Let's Playen. Also, lasst mich das anders sagen. Vielleicht lag es nicht an deren Kommentarstil. Ich meine, es kann ja sowieso keiner so gut stumpfe Sachen kommentieren wie ich, ja. Also, ihr habt wahrscheinlich nie irgendjemanden ein Rollenspiel kommentieren sehen, welches länger als... Ja, also, welches irgendwie so 40, 60 Stunden lang ging. Also, ich habe Kingdom Hearts 3, 5, 8... Persona 1 und 2 habe ich durchgeballert, wie ein Weltmeister durchkommentiert. Okay, den zweiten habe ich noch nicht ganz durch, aber habe da trotzdem schon bestimmt 40, 50 Stunden rein investiert. Ich würde sagen 50-50. Also vielleicht lag es auch ein bisschen am Gameplay. Also nicht an dem Spiel selber, sondern vielleicht kann man die Spiele ja auch etwas aggressiver spielen. Und die waren einfach zu passiv, Fragezeichen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ja, was ich letztendlich hinaus wollte, ist, dass... The Last of Us, jetzt würde ich jetzt nicht unbedingt als, das hätte sogar funktioniert. Ich arbeite jetzt hier mit Self-States, ich habe keinen Bock mehr auf die Scheiße, das ist mir zu langatmig hier. Dann können wir wenn ich jetzt hier mit Self-States anfange, können wir das Level vielleicht sogar dann tatsächlich noch in dieser Folge hier beenden. Ja, ich würde The Last of Us, habe ich gerade gesagt, nicht als Naughty Dog Errungenschaft, Meisterleistung anerkennen. Es ist ein... Ja, ich sehe es nicht ein, dass ich da den Pits verschwendet habe. Also es ist ein okayisches Spiel, aber es ist halt für die... Meine Fresse! Wo geht es nicht, oder was? Okay, er will, glaube ich, unbedingt, dass ich da den Pits verliere. Na schön.
Es ist einfach für die Länge hat es ein viel zu monotones Gameplay. Und ich war ja auch nie, ich habe das schon mehrfach gesagt, ich war auch nie mit diesem Anfang koscher. Aus dem ersten, dass da die... Na, ich bin im Sprung, da muss ich nochmal abbrechen. Aber ich habe doch... Nee, so... dass da Joels Tochter, wie gesagt, das ist passiert am Anfang, das ist kein Spoiler, dass da Joels Tochter stirbt und so weiter, wie die da alle rumheulen können, ja, ich meine, man hat die Charaktere gerade so kennengelernt und da tangiert mich das nicht, ja, wer da stirbt und wer da nicht stirbt. Und dann haben wir natürlich noch die Sache mit dem zweiten, wo ja auch, ich muss es glaube ich nicht weiter erwähnen, das war vor allem, das war richtig bullshitterig, ja. Wenn ihr wisst, wovon ich rede, und vielleicht habt ihr das dann auch dementsprechend... Wow, das hat mich gar nicht getroffen. Mit den Trailern mitbekommen, dass das im Nachhinein quasi gebullshittet war. Ne? Also man hat da gewisse Charaktere, also es gab ja zwischenzeitlich wohl Zeitsprünge. Man hat gewisse Charaktere in den Trailern quasi älter gemacht. Und dann hat sich herausgestellt, dass... Man dachte dann, die beiden Charaktere sind also wieder unterwegs. Ja, so. Und dann hat sich aber herausgestellt, dass das Flashbacks waren. Ja, das... Wie gesagt, ich weiß jetzt nicht inwiefern... Ich bin jetzt mal so großzügig und Spoiler nicht, aber deswegen, also rede ich jetzt mal hier so ein bisschen kryptisch. Diese beiden... Also in den Trailern wurde das so dargestellt, als würden diese beiden Charaktere im zweiten Teil auf große Reise gehen. Aber man hat dann recht schnell im Spiel bemerkt, dass das gar nicht gehen konnte, weil einer von beiden direkt am Anfang quasi gestorben ist. So, und dann kamen quasi die Szenen, die man im Trailer gesehen hat, mit dem Unterschied, dass die eine Person halt jünger war. Ja, also man hat die Flashbacks, versteht ihr, was ich meine? Man hat die Flashbacks... so verkauft, als wäre das im Spiel passiert, in der Gegenwart. Und das war nun mal richtig assi. Und dann haben wir natürlich noch diese, okay, keine Ahnung, wieso der Drehsprung gar nicht funktioniert hat. Dann hatten wir noch diese Sache mit der Mann, mit dem Mann-Vibe. Also, verstehe mich nicht falsch. Ich, ja, das ist, es ist hart. Es ist ja, es ist, das, ich kann das auch nicht so jetzt sagen, weil das wäre ja auch gespoilert, aber... Ich fand sie am Anfang auch scheiße, ja. Das ist ja auch die Emotion, die man erzeugen wollte. Später fand ich sie nett, also, lass mich das nochmal anders sagen. Ich habe nichts gegen muskulöse Frauen, ja, absolut nicht. Ich würde nur sagen, dass ich sie nicht so attraktiv finde. Also, ich würde jetzt nicht unbedingt eine Freundin haben wollen, die, eine Ultra-Athletin ist. Ja, also ich finde, man muss halt noch unterscheiden zwischen so ein paar Muskeln haben und einfach einer Ultra-Athletin, wo einfach der komplett, auch bei Kerlen, ich meine, ich stehe ja nicht auf Kerle, aber auch so grundsätzlich, so generell Menschen, die einfach nur noch aus einem riesen Muskel bestehen, ja. Da ist der Checkpoint, die finde ich halt dumm. Also was heißt dumm? So unansehnlich einfach, ja. Und wenn du dann einfach die ganzen Adern und blauen Kekse, wisst du, was ich meine, ne? An und für sich, hey, ich habe das schon öfter mal in meinen Videos gesagt, Mädchen, weil es gibt ja auch noch dieses uralt Klischee, dass Frauen können ja gar nicht so stark sein wie Männer. Das ist Schwachsinn, ja. Frauen können auch super stark sein, viel, viel stärker als Männer und so weiter. Ich will dann sowas nur nicht unbedingt im Bett haben, sagen wir es mal so, eiskalt, ja. So, so, wenn es um Freundschaft geht und so weiter, ist mir ja scheißegal. Ist mir ja scheißegal, aber ich muss da, ne, ich hoffe, ihr könnt es schätzen, ich muss da wirklich so ultra oberflächlich, was heißt ultra oberflächlich? Ich muss da einfach zugeben, dass ich das nicht sexy finde, wenn meine Freundin einfach nur ein Riesenmuskel ist, ne? Ich brauch die Kurven, ja? Ich brauch die Kurven. Aber das ist halt... Es wäre halt wie so ein Mädchen, das 300 Kilogramm schwer ist. Ja, es ist irgendwie, ich finde, das ist dasselbe. Auf der einen Seite, die eine Person ist halt super ultra sportlich und so, aber nee, ich finde das unansehnlich. Und ich habe es tatsächlich in der Folge geschafft, das ist ja krass, ey. Ja, was ich hier schon wieder für Abschweiferitäten treibe. Yeah, okay, lass mich nochmal kurz drüber nachdenken. Wobei, ich hab mir ja vorgenommen, dass ich immer nicht hier so lange Monologe halten wollte. Ich schaue noch mal ganz kurz rein. Dann können wir hier noch so ein bisschen weiter... Oh, warte, nein. Jetzt komme ich komplett durcheinander. Ich muss ja das Level bewerten, ja. Da ich es mit direkt in derselben Folge noch mit Save States
bearbeiten musste, werde ich diesem Level eine 3... Ja, nee, es war schon ziemlich uninspirierend. Ich gebe dem Level eine 2,5. Ja, fick dich, ganz ehrlich. Weiß nicht, was der manchmal für Anfälle hat. Wahrscheinlich hat sich die Freundin so temporär von ihm getrennt oder so. Ihr kennt den Klassiker. Ja, so, gehen wir nochmal rein hier. Ich kann jetzt natürlich... Oh ne, ich bin klein. Ich wollte gerade sagen, muss natürlich wieder Power-Ups löschen und so weiter. Ne, passt. Oh nein, ist das jetzt ein fucking Irrgarten? Ist das dein Ernst? Ey, da kann ich doch direkt wieder 2,5 hinschreiben und Save-States verwenden, oder? Naja, ja, lass mich das Thema nochmal ganz kurz beenden. Ja, The Last of Us 2 und generell The Last of Us. Ich habe Uncharted, habe ich geliebt, ne? Das Ding ist, Uncharted 1, die Geschichte dahinter ist richtig traurig. Uncharted 1, ebenso wie Devil... Okay, ich komme noch runter. Ebenso wie Devil May Cry 4 und Gran Turismo Prolog und ja, Metal Gear Solid 4. Ich weiß nicht, ein Spiel hatte ich mir, glaube ich, dazu bestellt, aber drei waren dabei. Ihr kennt ja diese Pakete, ne? PlayStation 3 plus drei Spiele. Und ich dachte mir so, mein erster Eindruck war, oh Gott, was ist denn das für ein Möchtegern-Indiana-Jones-Spasti, ja? Und ich hab's auch die ersten... Geiler Leck. Ich hab's auch die ersten Stunden tatsächlich gehasst. Es war wirklich eher so nach dem Motto, naja, jetzt ist es schon bei, jetzt kann ich ja auch mal, kann ich ja mal versuchen. Und dann, ich weiß nicht, wann das war, ab der Mitte oder so, ich hab mich so unfassbar in dieses Spiel verliebt. Drake ist auch wirklich so, genauso wie Axel aus Kingdom Hearts, Ada, oder Damon, oder Klaus, jetzt lass einfach mal die paar, die es betrifft, aufzählen. Für die würde ich auch schwul werden, ganz ehrlich. Ja. Ach, das ist wieder so ein Level, wo ich Münzen einsammeln muss, oder was? Und ich hatte auch tatsächlich mal einen Lehrer, der wie Drake aussah. Wisst ihr, wie geil das war? Wisst ihr, wie geil das war? Ja, also Uncharted habe ich geliebt. Aber danach, ja, was hat Naughty Dog dann noch gemacht? Jedenfalls, ach so, jetzt bin ich da, jetzt habe ich das fast vergessen. Der ist da von alleine hochgesprungen, alles klar. Nee, ich mache hier, verwende ich auch Saves, jetzt ist mir zu dumm. Oder war das, lag das gerade an dem Stampfer, dass ich hochgewuselt wurde? Bin mir nicht sicher. Da geht's schon mal nicht hin. Ja, also ich hatte nichts gegen Abby. Aber, das ging schon. Ich meine, wenn man sich mit dem Kulturmarxismus auseinandergesetzt hat und so weiter, wenn man die allgemeine, ja, weltliche Landschaft, muss ich einfach, Moment, wo muss ich jetzt hin, wie habe ich den Safe-Set gemacht, so, okay, muss ich einfach lang genug überleben? Auf was ich hinaus will ist, ich glaube, das war Absicht. Also, denkt an den neuen James-Bond-Film, das soll ja auch irgendwie so eine schwarze, muskulöse Frau sein und so weiter. Das finde ich halt... Nee, ich muss irgendwie was anderes auslösen. Das war halt offensichtlich von anderen Mächten wurde das gesteuert. Diese Tatsache, dass da eine muskulöse Frau da plötzlich da war und so. Und das finde ich nicht in Ordnung. Das finde ich... Hä? Okay, wir versuchen es noch ein, zwei Mal. Aus dem Aspekt her, aufgrund der Tatsache, dass ich weiß, dass die das wahrscheinlich gemacht haben, weil sie Social Justice Warrior sein wollten und so, finde ich das nicht geil. Finde ich das absolut nicht geil. Ich verstehe ganz ehrlich dieses... Okay, war das schon vorher auf? Ich weiß es nicht, Leute. Ich bin extrem verwirrt. Jetzt ist das auf, ja. Ich würde einfach mal sagen, das war's heute mit Let's Play Waluigi und so weiter, ne? Vielleicht fällt mir auch im Nachhinein noch was ein. Ich hoffe, ihr habt meinen Punkt jetzt verstanden. Nochmal für die geistig Behinderten da draußen. Ich habe nichts gegen muskulöse Frauen und so weiter. Aber... Und ich meine, mein Gott, soll der James Bond halt schwarz und weiblich sein. Aber was mich halt triggert ist, dass ich weiß halt, das passiert nur, weil die Leute sich abheben wollen. Wir hatten ja schon öfter mal das Thema... Warum gibt es Schwarze, jetzt auch wenn man mal an die neue Star Wars Trilogie denkt und so weiter, warum werden Schwarze plötzlich als was Besseres dargestellt? Warum werden Frauen plötzlich als ultra stark hingestellt, stärker als Männer? Das wird alles gemacht, weil man dem Regime
treu sein möchte, weil man halt, man denkt, man wäre dadurch ein besserer Mensch, ja. Ihr wisst ja, oh, die Schwarzen, die sind ja, die werden ja unterjocht und die Frauen, die werden schlecht behandelt und so weiter. Ihr kennt die ganzen Klischees, Black Lives Matter, leck mich am Arsch, und deswegen kotzt mich das an. Also wenn ich einen, wenn ich aktuell, diese, ich weiß nicht, wie sie heißt, die Rey aus Star Wars und so weiter, sie ist ja so toll und sie ist ja eine Frau und sie ist so mächtig oder, ne, wenn ich sowas sehe, dann regt mich einfach der Gedanke dahinter auf. Also ich finde das vollkommen in Ordnung, wenn Schwarze oder Frauen oder Bambusstäbchen oder irgendwann wird wahrscheinlich auch eine Frau mit einem Penis da rumlaufen, Lesben, Schwule, finde ich alles in Ordnung, aber wenn ich feststellen muss, dass das, ein System hat, dass das nur gemacht wird, um halt ihrer Meinung nach, denken sie, sie würden damit bessere Einschaltquoten generieren können und so weiter. Wenn man das deswegen macht, finde ich das scheiße. Und das ist der Grund, wieso The Last of Us, fernab von dem, dass ich fand das Gameplay auch und so weiter, ich finde das Last of Us 1 und 2, ich finde die Spiele sind viel zu lang gezogen und so weiter. Ich finde das Gameplay arm und monoton und so weiter. Also deswegen finde ich The Last of Us schon nicht so geil. Und dann noch das, was man halt im zweiten gemacht hat. Das mit Abby und gewisse Charaktere sind gestorben. Ihr wisst es wahrscheinlich eh und so. Das, also das komplette Paket, wenn da jetzt eine Sache drin gewesen wäre, hätte ich gesagt, okay, aber es schrie einfach nach Vergewaltigung. Ich finde, der zweite Teil war sehr, sehr respektlos dem ersten Teil gegenüber. Ja. Aber ich finde es immer noch gut genug, dass ich sagen würde, wenn jetzt ein dritter Teil kommen würde, würde ich auch feiern, würde ich schauen. Ich mag Ellie sehr. Auch wenn sie im zweiten natürlich schon ziemlich, ist so ein bisschen aggressiv. Sagen wir es mal so, um jetzt mal nicht zu spoilern. Aggressiv ist sie gewesen, ja, so. Und dass sie dann auch, wobei, ich weiß gar nicht, ob das im ersten schon rauskam, es gab ja dann dieses Zwischen-DLC, ne, auch so dieses ganze Paket, wir hatten, also, das ist ja so der Witz, es kommt ja nicht nur eine Sache, sondern meist gibt's mehrere. Es gibt erstmal den ultra krassen Story-Twist, den man nicht hätte gebrauchen können, müssen, sollten, könnten, okay, nebenbei noch so ein bisschen Trailer-PR-Verarsche, die muskulöse Frau, die Lesbe, und ich weiß gar nicht, ob ein Schwarzer dabei war, ne, aber es ist so, das triggert mich. Also, hey, mein Gott, ich bin ein Kerl. Natürlich, ich stehe, ey, Ellie soll doch mit ihrer Freundin, ich glaube, war ihre Freundin nicht schwarz oder asiatisch oder so? Sollen sie doch rumfummeln? Ey, ich finde Lesben geil, aber ich finde es nicht in Ordnung, wenn ihr, also ich sehe das als Gamer, als Spielermissbrauch, beziehungsweise Zuschauer, der Spieler ist ja auch irgendwo Zuschauer in den Zwischensequenzen, ich sehe das als Zuschauermissbrauch an, wenn man eingefleischte Fans mit seiner Agenda vollstopfen möchte, ja? Also es ist übertrieben gesagt, es fehlte nur noch, dass jemand im Spiel Black Lives Matter schreit, ja? Wobei das war, glaube ich, gar nicht möglich, weil Black Lives Matter war im selben Zeitraum, ich glaube sogar noch einen Monat später oder so, ja? Also wenn ich das Gefühl habe, dass man mich therapieren will, dass man mich umerziehen will, durch Spiele, durch Nachrichten, durch Filme, durch Serien, dann finde ich das nicht geil. So, ich glaube, jetzt habe ich es auf den Punkt gebracht, ja. Und habe dann doch wieder hier blöd, bin rumgestanden, tut mir leid, ja. In diesem Sinne, beim nächsten Mal dann hier weiter mit Safe States, weil er hat gerade wieder seinen moralischen, vielleicht war er ja auch gerade auf Black Lives Matters Urlaub und ist extrem angepisst von seinem BLM-Trip gekommen, wollte Mario-Level machen und die sind dann halt scheiße geworden. Wer negativ anfängt, Level zu bauen, der baut halt scheiße Level. Ist ja klar, ja. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. See ya.